Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir unser wohlverdientes Parasegel bekommen und das vergessene Plateau verlassen und sind jetzt hier im Königreich von Hyrule. Und ich muss auf jeden Fall schon eines sagen, was ich eigentlich schon im letzten Part erwähnen wollte, es aber irgendwie vergessen habe, dass ich noch ein paar Sachen durch die Amiibos bekommen habe. Auf jeden Fall ein paar Sachen, die recht neu sind, wie zum Beispiel die Eisflederbeißerflügel und halt noch Wild war noch dabei, Schwertgras, ein Zitterling und noch sowas auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht genau noch daran erinnern, aber auf jeden Fall ein paar Sachen, die auf jeden Fall neu waren. Gut, wir sehen es auf jeden Fall jetzt hier schon. Wir sind jetzt schon in einem Gebiet, wo jetzt schon sehr viele Monster dabei sind. Und ja, ich würde jetzt nochmal die Amiibos benutzen. Aber ich habe die gerade eben schon aktiviert, weil diese gehen nur einmal pro Tag. Und ja, wenn es irgendeiner genau wissen will, das sind die limitierten Splatoon-Amiibos. Okay, außer den Squid, der ist noch von der normalen Variante. Also von der limitierten Variante halt Aioli, Limon und die zwei verschiedenen Inklings. Aber sonst alles normal. Aber wie gesagt, hier gerade in einem Gebiet, wo hier die Monster nur noch ständig hier lauern, müssen wir uns irgendwie ganz ranschleichen. Aber der eine hat uns fast gesehen. Okay, das war doch nicht so gut. Ich hätte mich irgendwie erstmal weglaufen sollen. Das wird doch der eine dabei, ey. Oh Mann. Nee, ne? Die Mobkeule zerbricht jetzt auch gleich. Aber die ist eigentlich auch recht stark, würde ich sagen. Die nehmen wir mal gleich mal mit. Ja, ist ja mal gut. Ich hab's schon verstanden. Na komm, nehmen wir gleich den hier. Ist das auch schon kaputt? Der hat ja fast gar nichts ausgehalten. Was ist denn los? Ist ja mal gut. Hallo. Dein Scheißstock. Weg. Geh weg, Mann. Junge. Jetzt echt mal, ey. Ein Holzkeller. Ist das zum Verteidigen? Nee. Wird zum Umrühren und Ausschenken von Suppe verwendet als... Harter Holz macht sie aber auch zu einer von Hyrules Ehemännern gefürchteten Waffe. Okay. Scheint aber nicht so. Ah, hier ist sogar noch eine Vogelnuss, hab ich gar nicht gesehen. Füllt nur ein Viertel auf, aber naja. Kleine Kerne, die von Vögeln geliebt werden. Roh verzehrt haben sie fast keinen Effekt ab. Als Kochzutat verleihen sie eine angenehme Würze. Ich nehme den Topfdeckel jetzt nicht mit. Ich habe eigentlich für den Anfang recht gut was dabei. Ja. Aber wir haben gerade den Stachelbockschild. Den will ich jetzt nicht so schnell verwenden. Wenn er dann abbricht, habe ich nur den Stuff dabei. Wechsle ich mal kurz zum normalen Boxschild. Habe ja noch einen davon. Da passt das ja schon. Wir haben ja auch im letzten Part die Info bekommen, um darauf zurückzugreifen, dass wir Impa einen Besuch abstatten sollen in Kakariko. Mal schauen, ob ich das noch in diesem Part mache. Weil jetzt irgendwie in den nächsten Parts werden wir auf jeden Fall etwas die Welt erkunden, weil die Story ist jetzt auch nicht so heftig. Es sind eigentlich nur die vier Titanen und nach den vier Titanen geht's zu Schloss Hyrule, dann zu Ganon und fertig. So groß ist die Story nicht, deswegen... Ja, ich will dann doch eher die Schatztruhe und da befinden sich 10 Holzpfeile. Na gut, ich kann sogar besser. Hier, komm, kriegst gleich sogar einen Headshot nebenbei. Und noch ein paar Abstiche. Brutal. Ist sogar noch ein Reisebogen. Wie sieht's aus mit dem Bogen überhaupt? Ja, mittelmäßig. Also für den Anfang eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Ist denn noch in den Fässern noch irgendwas drin? Warte mal, das machen wir mal ein bisschen anders.
Mit der Holzkelle. Oh, den kann ruhig zerbrechen. Die brauchen wir sowieso nicht. Na, ich will die schon irgendwie kaputt machen, ne? Ja. Kann irgendwas Brauchbares drin sein. Naja. War nur ein Gegner. Daraus haben wir auch noch Schleimstelle bekommen. Na gut. In den Kisten vielleicht noch irgendwas drin. Da sind ein paar Äpfel drin. Ja. Auf jeden Fall. Wir können ruhig mal ein paar Äpfel sammeln. Verrosteter Schild. Naja. Ich werde ihn mal trotzdem mitnehmen. Auch wenn die sowieso nicht so lange halten. Aber naja. Erstmal schön mit ein paar Pfeile abschießen. Und dann direkt drauf. Okay, der geht sowieso gleich kaputt. Können wir schon mal wegschmeißen. Und wir rüsten uns mit einem. Mit einer Holzfäller-Axt aus. Da haben wir sogar noch einen davon, habe ich gerade gesehen, oder? Ja. Perfekt. Wir haben uns nochmal eine Mobkeule. Die hat ja Stärke 9, so wie es ausschaut. Sind wir fürs erste gut dabei. Aber bevor ich jetzt noch weiter noch irgendwelche Monster verprügel, will ich wissen, ob es hier auf diesem Turm irgendwas gibt. Aber so wie es scheint, ist hier eine Schatzkiste. Mal schauen, ob unsere Ausdauer dafür ausreicht. Wäre schön. Wenn nicht. Ah, dann wartet mal. Dann könnte ich halt einfach hier hoch. Weil eigentlich hier am Springen, aber vielleicht könnte ja hier auch noch mal was sein. Mit diesem Protest nenne ich es jetzt mal. Also ich soll schon hochklettern, so auf der anderen Seite. Ist da vorne auch irgendwas? Nö. Sieht nur so aus. Aber okay. Klettern wir hier erstmal hoch. So wie es scheint, ist hier gar nichts außer diese explosiven Fässer. Oh, doch, hier ist eine Schatzkiste. Na, ich will die schon holen, ne? Also nicht runterklettern. So, was ist da drin? Noch mal weitere 5 Feuerpfeile. Wie nice. Wie viele haben wir überhaupt jetzt? 9 Stück für den Anfang, ziemlich gut. Aber jetzt hier auf die jetzt hier drauf zu schießen, wäre jetzt keine gute Idee. Schmeißt du jetzt einfach weg aus. Aus Gründen. Das hätte fast ins Auge gehen können. Alter, wir wären tot gewesen. Sogar ein Kribbel dabei. Ja, auch sehr gut. Aber. Naja, wir haben ja jetzt sowieso den Parasegel. Juhu! Dann passt das ja auf jeden Fall hier. Bin ich mal gespannt, was dann da drin ist. So, die letzten 5 Feuerpfeile. Könnte mich gerne mehr überraschen. Ein Bernstein. Ja, ist jetzt nicht so der größte Schatz. Aber, ja, geht schon. Mal schauen, ob wir auch so jetzt angreifen könnten, wenn ich es hinbekomme. Na okay, es ging. Es ging. Hätte besser sein können, aber es war in Ordnung, würde ich sagen. Jetzt treten wir. Nein, nein, nein! Boah, der wäre tot gewesen. Alter. Ich weiß ja nicht, oder so. In unseren 4 Herzen für den Anfang ist das nicht gerade so. Okay, perfekt. Perfektes Timing zum Ausweichen gehabt. Und jetzt greifen wir es schön an, Mann. Könnt ihr nochmal die Mobkeule nehmen, aber er scheint auch nicht so zu sein. Dann nehmen wir mal unsere. Ja, muss ich erstmal die Waffe gönnen hier erstmal. Aber das war dann zu spät für ihn. Wahaha. Und somit haben wir ihn ja weiterhin auch erledigt. Wir sind dann noch ein paar der Kumpanen ja auch noch unterwegs. Komm, greif uns ruhig an. Okay, das war jetzt etwas. Hey, du sollst dich nicht ducken. Komm, greif an. Ah. Ja, warum duckt das nicht die ganze Zeit? Perfekt soweit. Jetzt gibt es noch einen schönen Kopfschuss hinterher. Okay, vielleicht noch ein, zwei Mal kurz. Mal mit dem Bockstock hinterher und jetzt ist er erledigt. Oh, okay, das war jetzt Luck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Perfekt soweit. Aber so wie es scheint, vergolden wir etwas unsere Zeit.
nur mit Monster bekämpfen, soll es nicht unser Ziel jetzt für den heutigen Part sein. Jedenfalls so weit wie möglich. Aber hier haben wir sogar... Ich glaube, die heißen Ausdauerhonig, soweit ich weiß. Ich weiß, die Bienen verfolgen uns jetzt gleich. Aber es ist mir egal. Machen wir es einfach so, wir stellen uns den Viechern. Kommt her, ihr Dreckigen. Ja, ihr seid echt cool. Okay, gut, hier habt ihr euch wenigstens verpisst. Ah, genau, ein Ausdauerhonig. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Hier sind nochmal ein paar Äpfel, die gönnen wir uns selbstverständlich. Aber da wir gerade ein bisschen zu faul sind, um komplett hochzuklettern, gönnen wir uns die, die perfekt in der Nähe sind. Und in der Nacht kommen ein paar Glühwürmchen, aber die heißen hier Schleichwürmchen. Diese Insekten leuchten nachts als Medizinzutat, erhöhen die Komponenten ihrer Körper, die Konzentration und ermöglichen eine leisere Fortbewegung. Gut. Ich hab's nicht so mit Fremdwörtern. Achso, das ist der Boxer. Ich dachte schon. Wow. Chill. Meine Güte. Was ist los mit dir? Mach mal schnell so, fertig. Geh weg, Mann! Das ist sowieso nur so ein Knochenbockel. Also daher. Kein Problem. Die Bockkeule würde ich mitnehmen. Irgendwie schon. Komm, schmeiß mal die jetzt einfach weg. Vielleicht könnte eventuell ein dummer Vorschlag gewesen sein, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich möchte die Bockkeule trotzdem haben. Aber nee, ich will jetzt nicht so viel jetzt noch an Feinden noch hier rumspielen, weil ich will jetzt schon hier auf dem Weg sein. Und außerdem bin ich im falschen Gebiet. Ich muss dahin. Das ist gerade etwas falsch. Okay, da war ich jetzt etwas abgelenkt. Da war ich schon auf dem falschen Wege. Aber jetzt sind wir ja ungefähr fast richtig. Ey, verdammt, ich treffe die nicht. Okay, neuer Bogen her. Egal, irgendein. Jetzt greifen die mit diesen scheiß Lanzen an. Dann versuche ich es halt so. Okay, dann halt nicht. Meine Güte, die gehen mir gerade etwas auf die Nerven. Boah, ey, wenn die sich so beschissen schwingen, ey. Ja, komm. Geht einfach sterben. Ihr geht ein übelst auf die Nerven. Komm, du kriegst einen Headshot. Fertig. Punkt aus. Ende vorbei. Lohnt sich die Bocklanze mitzunehmen? Na, wir haben ja schon Wurfspeer, das dient als Lanze. Also, lass mal das so. Komm her, Wildschwein. Ich brauch Wild. Verdammt. Hat's gezählt? Nee, dann wird's gleich wegspawnen. Verdammt, Mann. Ich hätte schon gerne gehabt. Nee, doch, das kannst du schon vergessen. Oh, auf jeden Fall werde ich jetzt so auf dem Weg nach Kakariko, weil wir jetzt gerade so in einem Waldgebiet uns befinden. Jetzt noch verschiedene Items einsammeln, Gegner besiegen. Auf jeden Fall so schnell wie möglich in Kakariko aufbrechen. Ob das noch in diesem Part so möchte, das kann ich jetzt nicht vorhersehen. Schön wär's auf jeden Fall. Ich befinde mich ja schon wieder gerade. Nee, jetzt befinde ich mich sogar im richtigen Gebiet. Aber wenn ich sogar noch hinbekomme in diesem Part, dann können wir noch zum Turm und den noch aktivieren. Wenn es gut läuft. Was ist denn das hier? Eine verrostete Hellbarde. Naja. Früher mag ein stolzer Ritter sie geführt haben, aber sie war so lange Wind und Wetter ausgesetzt, dass ihre Spitze stark beschädigt ist. Waffentasche voll? Okay, passt.
Ist ein Scorn Schrein, den können wir ja mal gerne aktivieren. Beziehungsweise markieren. Aber ich möchte es erst gerne ändern, weil von diesen leuchtenden Markierungen haben wir nur 5 zur Auswahl. Und wie ich es auch privat auch mache, mit einem Diamant oder was das darstellen könnte. Aber ich denke mal, das sieht aus wie ein Diamant. Mache ich das mit einem Diamant markieren. Wow, 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 wow. Komm, einfach Steine hier runtergerollt. Was soll denn das? Was war das für eine Aktion? Wir könnten aber mal in dieses Gebäude mal rein. Als wäre da so ein blauer Blockgeländer hier. Mann, Junge. Du hast hier nichts zu melden. Das sage ich dir. Komm, lass noch ein bisschen. Jetzt haben wir's. So. Ist ein roter Rubin drin, okay. Ich habe am Anfang des Spiels immer so gedacht, wenn es schon auch Rubine gibt, wann bekommt man denn welche? Also, wo ich es dann privat gespielt habe, aber schon bei Zeiten. Weil es gibt auch viele Schatzkisten, wo nur Rubine drin sind. Ja, das ist etwas komisch. Aber naja, besser als nichts, also passt das schon. Ich gehe davon aus, dass er jetzt nur die eine Kiste jetzt da war. Aber vielleicht könnt ihr ja hier bei diesem Turm oder ähnliches, könnt ihr noch was drin sein. Deswegen klettern wir mal hier auf den Holzbrett hier hoch. Diesen Holzkasten und klettern mal hoch. Sofern es Link schafft, wäre schön. Wir sprinten jetzt nicht, weil sonst schaffen wir sowieso nicht mit dieser Ausdauer. Deswegen lassen wir uns kurz Zeit und ja. Mal schauen, ob da auch eine Schatzkiste da oben sich befindet. Wäre schön, sonst wäre das jetzt nicht so geil. Dann machen wir es so. Und es befand sich hier wirklich eine Schatzkiste. Sogar ein Saphir drinne. Also, ich weiß schon mal von meiner privaten Seite aus, der ist schon sehr viel wert. Sehr viel. Hier befinden sich auch wieder ein paar Moblins. Und Goblins, ne, die heißt nicht Goblins, Moblins und ich komme gerade nicht drauf. Das überspringen wir mal kurz, weil ich darauf jetzt keinen Bock habe auf so ein Massaker. Und gehen direkt zum Schrein irgendwie halbwegs. Na, okay, machen wir das mal schnell. Nehmen wir uns gleich die Lockkeule. Die Lockkeule natürlich. Sorry für den Versprecher mal wieder. Mann, nerv nicht! Junge! Wir haben eine Herde von Fledermäusen. Echt heftig. Ja. Aktivieren wir hier erstmal den Schrein. Am besten ist es dann immer gleich den Schrein zu machen, aber kam ich erst später auf die Idee. Es reicht sogar, dass wir den nur aktivieren. Und ab da ist schon als Teleportziel verfügbar. Dann würde ich sagen, machen wir dann jetzt trotzdem mal den Schrein. Da wird der Part halt länger, weil ich will jetzt schon noch zum Turm gelangen. Für den Kartenbereich. So, mal schauen, was es hier ist. Vom Winde verweht. Was müssen wir jetzt hier machen? Ah ja, genau. Ja. Einfach nur mit dem Parasegel dahin gleiten. Einfach den Wind schön ausnutzen. Schon kommen wir an der Truhe dran. Und dort ist drinnen ein Bernstein. Den wir auch schon mal bekommen haben. Gegenwind, nicht gut. So, wir könnten auf jeden Fall dahin. Also, das ist wieder der Weg zurück. Gehen wir erstmal weiter nach vorne. Weil bis jetzt haben wir sowieso keine andere Möglichkeit.
Was ist jetzt hier? Könnten jetzt weiter nach vorne? Dahinter ist eine Schatztruhe. Wie kommt man dann am besten dahin, bitte schön? Weil da weht kein Wind, kein Sonst. Nein! 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 Oh, okay. Oh, sorry. Also, damit habe ich es nicht gerechnet. Verdammt. Oh, Mann. Das war jetzt ein bisschen beschissen. Also, wir brauchen Timing. Okay, oh doch, so, das ging jetzt auch. Ah, das ist jetzt auch ein bisschen beschissen. Ah, verdammt. Wie machen wir das jetzt? So. Nee, das geht ja auch nicht. Hä, hey, aber wie kommen wir denn dahin? Verstehe ich jetzt nicht. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das irgendwie auszuschalten? Aber wir haben doch sowieso hier das Stasis-Modul. Können wir nachschauen. Okay, wir können es ausschalten. Brauchen nur gutes Timing dafür. Gehen erstmal trotzdem dahin. Gut, jetzt schalten wir es mal aus. In der Hoffnung, dass es dann bei uns funktionieren könnte. Wäre schön. So wie es aussieht, reicht es gar nicht aus dafür. Ah. Hä? Was ist denn das? Wie komme ich dann an dieser Kiste dann dran? Das Timing ist übelst knapp. Und ja, wie komme ich dann noch sonst hin, bitteschön? Also ich habe da wirklich jetzt gerade keinen Plan davon. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Was tun dagegen? Beziehungsweise, wie kommen wir da jetzt ran? Verdammt. Das ist jetzt nicht so geil. Ich kann ja auch nicht versuchen, einfach so dahin zu gleiten. Also so einfach dahin zu gleiten. Das funktioniert bestimmt nicht. Ich kann es da versuchen, aber das wird wieder nicht funktionieren. Ah, Mann, ey. Naja. Probieren geht über studieren. Also versuche ich es jetzt einfach mal. Mehr als ein Herz verlieren kann ich sowieso nicht. Nee, ich sehe es. Nee, okay, nee, gut. Ich sehe es schon. Geht nicht. Hä? Wie komme ich denn dann da dran? Wie habe ich denn das gemacht? Also, ich habe jetzt gerade wirklich überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Verdammt. Wie komme ich an dieser Kiste dran? Also, ich habe wirklich gerade null Ahnung. Überhaupt gar nicht. Wie komme ich an dieser gottverdammten Truhe dran? Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen. Och man, Junge. Link. Übertreib's jetzt bitte nicht. Ach man. Na, irgendwie muss man da auf jeden Fall ran, das ist klar. Wir können ja auch nichts erzeugen oder sonst noch was. Ausstellen bringt aber auch nichts, irgendwie, komischerweise. Es bringt irgendwie gar nichts, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir das irgendwie machen könnten. Irgendwie zur anderen Seite drehen klappt ja auch nicht. Ach man, ich habe gerade wirklich das Problem, gerade irgendwie da ranzukommen. Und da muss man irgendwie, keine Ahnung. Nee. Hä? Wie funktioniert denn das? Ich habe keine Ahnung. War eigentlich so, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Irgendwie nur, keine Ahnung, mit richtigem Timing oder so. Vielleicht auch mit richtigem Timing, ich weiß ja nicht. Ich bin doch einfach nur zu dumm dazu. Es ist eigentlich so simpel, aber ich komme nicht auf die Idee. Normalerweise müsste man jetzt eigentlich nur da rüber springen, aber das ist zu knapp. Ich kann zwar nochmal versuchen irgendwie, aber das bringt einfach nichts. Der klettert auch nicht da hoch, ne?
Er klettert auch nicht da hoch. Also, sorry, aber dann müssen wir das zu einem späteren Zeitpunkt machen. Also bis jetzt habe ich wirklich keine Idee, wie man da jetzt herankommt. Tut mir leid, aber müssen wir später machen. Das war jetzt ein bisschen doof, aber ich will jetzt nicht noch weitere 10 Minuten jetzt hier rumsitzen. Und dann hätte der Part schon Überlänge, wie er sowieso schon gerade hat. Und ja, das will ich jetzt auch nicht. Ach man, aber eigentlich ist es doch so simpel bestimmt, ne? Muss ich dann nochmal irgendwie überlegen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch so, die ganze Zeit so. Ja, gute Wiederholung, ja. So füllt man auch die Parts. Wie gesagt, muss ich dann irgendwie nochmal nachdenken. Obwohl es eigentlich so simpel ist und muss ich mal schauen. Wie weit haben wir es denn überhaupt? Es müsste ja hier der Turm sein da vorne. Aber so wie es scheint. Ach, hier ist doch mal so eine Monstertruhe. Ah, perfekt. Perfekto. Können wir schon mal hier in der Nähe hin. Es sind so solche explosiven Fässer. Also wird es Zeit für Feuerpfeile. Machen wir das ganz vorsichtig. Und boom! Herrlich. Alle sind tot, außer der Blaue. Kriegt jetzt eine Fresse. Mach's gut. Und gleich nochmal hinterher. Okay, nee. Das ist nicht so anders gewollt. Oh! Chill mal. Okay, wir werden jetzt wirklich fast gestorben. So. Jetzt geh weg! Komm mal eine mit Pfeilen daher. Tschüss, Mann. Soldatenschwert. Perfekt. Diese Art Schwert benutzen einst. Ah ja, die Truhe ist jetzt auch offen. Diese Art Schwert benutzen einst die Schlosswachen von Hyrule. Eine scharfe Schneide leistet im Kampf mit Monstern gute Dienste und ist äußerst haltbar. Ja, schon. So. So, Monstertruhe, bitte. Enttäusche mich nicht. Ich möchte schon was Gutes haben. Sind ja auch eine Spurtkröte. Okay, die andere bekomme ich jetzt sowieso nicht mehr. Eine Kröte, die oft an Gewässern zu finden ist, wenn man sie damit mit Monsterzutaten zubereitet, erhält man Medizin, die das Tempo steigert. Na gut. Gehen wir locker geschmeidig da hoch. Und ja, hoffentlich ist was Schönes drin. Ein Soldatenbogen. Ja schon, aber dafür ist die Tasche voll. Dann schmeißen wir den Mist hier raus. Der Bockbogen. Wohlgemerkt. Gut, jetzt aber. Gut. Dann machen wir, oder hoffentlich bekomme ich den nächsten Part hin, dass wir den Turm erreichen. Weil so krass möchte ich den Part jetzt auch nicht halten. Der ist ja schon fast eine halbe Stunde lang. Also wer sich wirklich eine halbe Stunde für einen Part komplett anschaut. Also, den gönne ich volles Respekt. Also, ja, da gehen Props an die Leute raus, die sich sowas antun wollen. Aber gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier an dieser Stelle. Nochmal schnell speichern an der Stelle, auch wenn es Autospeichern in alle 10 bis 15 Minuten ist, aber nicht da an den Stellen, wo man eigentlich speichern will, deswegen mache ich es manchmal auch selber. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und wenn euch dieser Part gefallen hat, dann würde ich sagen, gebt gerne einen Daumen hoch und ja, abonnieren kostenlos, wenn ihr wollt.
Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao Leute, macht's gut.